Kunststoffe. Sie verschmutzen die Umwelt und gefährden die Zukunft. Das Image ist überwiegend negativ. Aber stimmt das wirklich? Sören Grümmer von den Grünen beschreibt seine Sicht auf die Probleme. Ich glaube, es hat ein Nachdenken eingesetzt bei den Menschen. Die Produktion von Plastik hat enorm zugenommen in den letzten 50 Jahren. Und wir kommen einfach mit dem Recyceln, mit dem Verbrennen oder dem Abschaffen von Plastik überhaupt nicht hinterher. Und ich glaube, das ist das Problem. Jeder Deutsche produziert meines Erachtens 220 Kilo Plastik pro Jahr. Aber warum muss ich immer gleich die neuesten Kopfhörer haben oder die neueste Marke kaufen? Auch hier in Rostock gibt es bisher keinen Unverpacktladen. Es gab meines Erachtens mal einen, der dann wieder weg war. Es soll jetzt wieder einer kommen. Ich hoffe, dass der angenommen wird und dass die Produkte natürlich dort auch nicht massiv teurer werden, nur weil sie plastikfrei angeboten werden. Das wäre, glaube ich, dann das falsche Signal. Doch sind Kunststoffe tatsächlich nur schlecht? Immerhin vereinfacht es unser modernes Leben und trägt effektiv zur nachhaltigen Energiegewinnung bei. Übrigens war Deutschland eines der ersten Länder, welches den Grundstein für eine Energiewende legte. Heute gewinnen wir fast 50% des Stroms aus erneuerbaren Energien. Die Windenergie liefert hierbei den größten Teil. Dr. Nikolai Glück vom Fraunhofer Institut Rostock setzt sich mit der Forschung von Kunststoffen für Windkraftanlagen auseinander und begründet die Relevanz des Werkstoffs. Weil Kunststoffe Eigenschaften besitzen, die sie halt einzigartig machen. Man könnte sowas unmöglich aus Stahl, Beton oder Holz bauen in diesen Dimensionen. Für diese Lebenszeiten, die laufen 20, 25 Jahre mit einem minimalen Wartungsaufwand. Und das sind halt Gewichtseinsparungen, die man da hat. Man kann die Profile ideal an die aerodynamischen Gegebenheiten anpassen. Das wäre im Stahlbau oder mit Aluminium unmöglich zu machen. Das heißt, da sind Kunststoffe nicht wegzudenken. Der größte Anteil an Kunststoff befindet sich bei einer Windkraftanlage in den drei Rotorblättern. Aber auch die Gondel sowie die Verkleidung, welche in der Regel weiß oder grau ist, besteht aus dem Material. Da gab es Ansätze, sowas metallisch zu bauen, das ist aber viel zu schwer und viel zu wenig witterungsbeständig. Deswegen wird es heutzutage alles aus Kunststoff und zwar nicht aus normalem Kunststoff, wie man ihn vielleicht von seiner Plastiktüte kennt oder von seinem Lichtschalter, sondern aus faserverstärkten Kunststoffen, die die Lasten tragen. Eine Windenergieanlage ohne den Einsatz von Kunststoffen wäre nicht möglich. Auch Sören Grümmer lenkt ein, dass Kunststoffe nicht ausschließlich schlecht sind. Also Plastik hat durchaus auch seine Vorteile. Man muss immer schauen, wofür wird der Kunststoff dann gebraucht? Wie lange kann ich ihn nutzen? Und landet er danach ungefiltert wieder in der Umwelt? Wenn ich Kunststoffe brauche, um ein Windrad zu bauen, das selber Strom produziert, ist das durchaus möglich. Kunststoffe sind also viel besser, als der Ruf sagt. Sie sind vielseitig einsetzbar und tragen einen bedeutenden Teil zur Entlastung der Umwelt bei.